Servus Leute und grüßt euch bei dieser neuen Ausgabe von Outback Andy. Ich bin jetzt wieder am Rhein, jetzt geht's zum Spinnfischen raus mit den neuen Wobblern von Life Like Lures. Und es ist gerade 19 Uhr und es ist schon finster, deswegen wird es heute mit der Belichtung ein bisschen merkwürdig sein beim Filmen. Ich hoffe, dass man was sehen wird. Und es ist jetzt relativ warm heute gewesen, deshalb hoffe ich, dass die Fische gut in Fahrt gekommen sind. Also an der Stelle hoffen wir mal, dass heute was beißt. Und eine kurze Info, bevor es losgeht. Alle Köder von Life Like Lures findet ihr ab sofort unten in der Videobeschreibung. Und für euren Einkauf mit dem Rabattcode OutbackAndy erhält ihr eine Ermäßigung von 5%. Also schaut da gerne mal rein, damit supportet ihr auch so ein bisschen den Kanal. Es wird mich mega freuen. Also an der Stelle vielen lieben Dank und wir sehen uns jetzt am Wasser. So Leute, jetzt habe ich gerade gedacht, dass ich... Nein! Er ist weg. Scheiße. Jo Leute, sind jetzt hier gerade über die laufen jetzt gerade über die Buhnen. Schaut her, das ist hier echt mega gefährlich. Also wir tragen alle Bergschuhe. Können wir euch auch einfach nur empfehlen. Hier so gute, robuste Bergschuhe. Ansonsten seid ihr hier in den Steinen mega aufgeschmissen. Einmal ausgerutscht, vor allem die hier seitlich, die sind alle nass und mega glitschig. Aber ja, da müssen wir jetzt nun durch. So Leute, der zweite Biss heute, zweiter Zander. Und eingehakt. Mit dem Wobbler von Life Like Lures. Gratuliere Markus, endlich hat es bei dir geklappt. Ja. So, der Markus hat seinen ersten Life Like Lures Zander gefangen. Und Markus, wie war's? Das war super. Also ich habe wirklich diesmal gar nichts gemerkt. Ich dachte wirklich, ich habe irgendwie Gras dran oder irgendwas. Und dann sehe ich beim Einholen aus, ich lande einen Zander drauf. Jetzt kurz vorm Rausholen hat mir mal schön Spaß gemacht. Da wollte er ein bisschen wegrennen, aber ansonsten echt fein. Die Wobbler laufen echt super, muss man sagen. Easy. Zeigen wir mal her. Echt schön sauber gehakt, ne? Echt geschmeidig genommen. Ja, und da sieht man, der Schwanzdrilling, der hängt meistens irgendwo hinten da noch drin, ne? Ja, freut mich. Petri, Markus. Bitte dann. Bin wieder am Auto angekommen und also mehr oder weniger erfolgreich, würde ich mal sagen. Ein Zander habe ich dran gehabt. Ihr habt es gesehen, das war wirklich eine ganz, ganz kurze Aktion. Das Ding hat, ja, ich würde mal sagen, 10 Meter von mir entfernt gebissen, direkt am Ufer. Und ich habe einen Fisch zu mir hergezogen. Ich habe gedacht, dass ich da wieder so einen Grashalm drauf habe oder so. Dann war es tatsächlich ein Zander. Null Widerstand gegeben, null Drill, wirklich. Ich habe das Ding nicht gespürt. Ich habe halt schon gedacht, irgendwie komisch, schweres Gras, aber Gras. Und kann man nichts machen. Und dann ging mir der Fisch direkt vom Kescher verloren. Naja, gut, soll er weiterleben, kein Problem. Und jetzt hat der Markus nochmal einen rausgeholt. Und von daher perfekt, würden wir mal sagen. Also, ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Es wird wahrscheinlich das kürzeste Video in meiner Playlist sein. Und ich hoffe, dass es euch dennoch gefällt. Und genau, wenn ihr mehr zu meinen Gedanken bezüglich Zanderfischen haben möchtet, schreibt es gerade mal runter in die Kommentare. Dann mache ich euch gerne mal ein Video über meine Strategie, wie ich Buhnen ablaufe. Und ansonsten bis dahin wünschen wir euch stramme Leine, gutes Wetter, dicke Fische und stay safe. Bis dahin, macht's gut, euer Andy. Ciao, ciao.